Du, was trinkst du denn? Ist ein Wodka Red Bull? Ja, Wasser. Weizenbier ohne Alkohol. Du kannst trinken, was du willst. Okay. Wenn es jetzt aber Morgenurin wäre, dann lass uns drüber reden. Cheers. Das nehmen wir. Peace in the valley. Prost, Jungs. Prost. Alles, was jetzt passiert, liegt nicht in meiner Macht. Hast du mal Groupies mit nach Hause genommen? Oh, das ist zu früh, die Fahrt ist zu früh. Komm, wir trinken noch. Scheiße. Boxershorts tabu. Da muss das Gehänge doch gerollt und dann. Warst du eigentlich diejenige, die gesagt hat, ein Kind kriegen ist wie eine Ananas kacken? Nee. La 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 la. Ich sag voll die Kugel Sau. Also immer schon. Oh. Au. Oh, ja, das macht natürlich schon was her. Das ist ein Wendler, ist ein geiler Typ. Wer hätte gedacht, bei Ihnen heute Nacht, Alter. Und alle sind noch wach und sie geben Gas. Wir haben Spaß hier zusammen. Das Haus brennt, das heißt, die Leute stehen in Flammen. Zack! Ich hab mich verlaufen. Wer jetzt gerade reinschaltet, denkt, die laufen außergewöhnliche Sexspielchen, ja, glaube ich. Ina, das Zäpfchen will ich auch haben. Ich bin jetzt nicht so eine Schmuseratte, aber ich bin total überempfindlich und möchte leise, verständnisvolle Ansprache. Und zwar von morgens bis abends. Bist du schmusig? Was? Sag noch mal Echo. Echo. Wie sagt man es richtig? Echo. Ja, sag ich doch. Echo. Pomada. Ich dachte, es wäre Bier. Es ist Biberpisse. Oh. Guck mal, das finde ich niedlich. Sagst du noch einmal Echo für mich? Echo. Sehr gut. Echo. Das ist ein Selbstzweck. Hat auch eine coole Thematik. Ja, super. Oh, oh, oh. Musik! Oh. Ohne Alkohol. Ja, natürlich. Möchtest du immer dazu sagen? Ja, das sind die Jungs aus dem Harburger Hafen. Ich sage ja, der Harburger Hafen ist für mich die Südsee in Deutschland. Ich bin nämlich ein Fan von Gauguin, ja, dem Maler, der auf Tahiti sein Leben gelebt hat. Weißt du auch, wie er geschrieben wird? I like it, ja, ich weiß, wie der geschrieben wird. Und wenn nicht, ist auch egal. Ja, du möchtest ja, wenn du tot bist, ne? Miststück. Dann. Also normalerweise, wenn du deinen Rachen aufreißt, ne, wenn du deinen Rachen aufreißt, dann denke ich immer an die Piranhas im Amazonas. Ich rede zu viel. Möchtest du was sagen? Nein, rede ruhig. Das gefällt mir. Hör dir gerne zu. Magst du immer lieber reden oder magst du es ganz gerne, wenn Frauen viel sabbeln und du kannst sie fallen lassen? Ja. Redet deine Frau mehr oder redest du mehr? Ich glaube, wenn du mit einer Frau zusammen bist und die sagt länger als 2 Minuten nichts, dann hast du ein Problem. Dann solltest du ganz schnell gucken, ob alles da ist, ob was zu trinken da ist, ob du einen Fehler gemacht hast. Dann liegt was in der Luft, ja, weil nach 2 Minuten nicht reden, ist die beleidigt. Muss so sein. Ich würde mal sagen, ein Mensch, der ohne seinen Job nicht leben kann, der macht das nicht. Für den ist das keine Option. Aber weißt du, wenn du die See liebst, ne? Wenn du die See liebst und du wirst da immer nass, ne? Und das ist immer scheiß kalt und da ist immer Schietwetter und dann kommen auch keine Fische mehr und du kriegst ja nur ein paar Kröten für die Fische und alles geht zurück. Wenn du sie liebst, gibst du den Job nicht auf. Okay, weißt du, was ich meine? Ja, wenn man dein Job!
doch zu Ende führen. Okay, mach den Gedanken zu Ende. Ich möchte sagen, wenn man etwas liebt, dann sagt man sich über die Malesen oder die Narben oder die Wunden oder die Schmerzen, die man davon trägt, einfach, das gehört dazu. Ist so wie in der Musik. Okay. Wenn du vollkommen unmusikalisch bist, wirst du niemals die Schönheit einer Bandsonate begreifen. Verstehst du, weißt was ich sagen du, was jetzt immer machen? Solange, bis du alles gesagt hast, dann darf ich ganz kurz so machen, dann darf ich die nächste Frage stellen. Ja, aber ist hier eine Talkshow ja, oder ist das eine Schweigeshow? Aber die geht natürlich auch nur eine Stunde. Also, dass ich nur eine geht natürlich auch nur eine Stunde. Also, ich muss dir mal sagen, dass sich eine wundert in einer Talkshow, dass der Gast spricht. Ne? Das ist ja auch eine ganz neue Dimension. Das morgen schon um heilig Sost, da könnt ihr uns ja sehen. Da gaut wir hin auf blauen Foss, uns gilt doch doof den. Rundschau de blaue Büchs, die Mütz ganz kühn im Nacken. Getränk und Brot sind in die Tasche, die rote Tüte voll Swatten. Und all die Litdowns, ach die Säuten, die dort wieder roben und fläuten. Ihr, Kühne, Mehl, guck mal, du, die kleinen Mädels kenn dich all, die sind ja grot mit Fall, wir sind am Bogenkädel. Und aber drück die blaue Fass, sind die CD doch immer proper. Haus haben es schändlich los, das ist das aber peinlich schade. Das teure Mädchen, das gibt an, ein besser Lauf in jedem Lade, fehlt man von uns so ganz entspannt. So stimmt es. Ja, das ja, Plattdeutsch genau. Auf der Straße, und ein alter Flederwisch. Ja, aber ich bin eher Schwäbisch als Norddeutsch, ne? Hast du das Plattdeutsche, was du gerade gesungen hast, auswendig gelernt oder sprichst du ein bisschen platt? Nee, das ist ein bisschen, das ist dieses Hamburger Hafenarbeiter platt gewesen. Ich muss das nochmal sagen. Nein, nicht nochmal, nicht nochmal. Es war wunderschön. Detlef und ich bin 33 Jahre zusammen. Ich habe mehr Zeit mit ihm verbracht als mit irgendeiner Frau. Und der hat alles mit mir erlebt, was man zusammen erleben kann. Also wirklich alles. Und eines Tages hielten wir an der damals ostdeutsche Autobahn. War die Grenze auf? Weiß ich nicht mehr. Und er tankte. Und es kam ein Bus voller älterer Damen an und parkte etwa 20 Meter vor unserem Auto. Und da habe ich aus dem Fenster gesagt, Detlef, jetzt wird's eng, jetzt gibt's eine Autogrammstunde, mach mal schnell. Und er sagt, kann ich nicht, ich bin noch am Tanken. Ich habe gesagt, okay, zeig mir, wenn du fertig bist, ich fahr weg. Dieses Zeichen habe ich nicht bekommen und habe irgendwann ein Auto gestartet und bin weggefahren. Was ich nicht wusste, ist, dass der Schlauch noch in der Tank war. Und der Schlauch dehnte sich etwa 5 Meter und platzte auf einmal raus. Der hat 200 Liter Benzin verloren. Und es kam einfach in der Haut. Kennst du die Werbung für HB, damals der HB-Menschen? Ja, HB-Menschen? So eine Fall war das. Es lief alles. Und ich wollte nur nicht auffallen, aber das ist alles. Hat er denn da was? Und wenn ja, was hat er da? Hat er da was glatt oder hat er da was hart da? Hat er da was sonst keiner hat? Oder hat er nur das, was er da hat? Das, was er da hat, das hat er nun mal da. Aber war ja gar nicht klar, dass das da war. Was das war, das ist immer noch nicht klar oder irgendwie so. Mein Gott, du musst deinen Beruf echt so lieben. Das heißt, du frühstückst? Und dann stehst du auf und sagst, Schatz, ich übe jetzt mal ein Lied. Und dann übst du das. Nee, ich mache das schon während dem Frühstück. Hallo, wer da was? Woher? Ich war viele Jahre auf Schiffen unterwegs, bis hin zu Europa und habe Showprogramme moderiert. Habe dadurch innerhalb von 3 Jahren die ganze Welt kennengelernt. Kohle gemacht wie Sau natürlich. Habe nie was für die Reisen bezahlen müssen. Habe ein Schweinegeld verdient. Und hab, das stimmt natürlich alles gar nicht. Hat man ja nicht, ne? Man denkt immer, der arme Nachrichtensprecher, da sitzt da wieder und für eine Mark 50 und liest uns die Krisen vor und da hängt so, er da auf. So stelle ich mir immer Nachtmoderatoren vor. Ja, ne? Ist auch so. Ja, genau. Ist auch so. Ja, dann bist du an Bord und dann liest du vor, dann moderierst du und dann machst du auch die Bordnachrichten. Heißt das so, meine Damen und Herren, Frau Meier hat hinten wieder falsch gekotzt. Immer mit dem Wind. Ich habe einmal auf der Europa Albano und Romina Power angesagt und gerade so große Geste, weißt du, alle Showtreppe runterkommen. Kreuzfahrtpublikum ist das härteste der Welt, was du dir überhaupt vorstellen ich kannst. Glaube das. Wenn du das durchgemacht hast, bist du fit für jedes andere Publikum der Welt. Dann sitzen nämlich reiche, satte, meistens dicke, bräsige Leute in den ersten Reihen. Und ich habe sie gerade angesagt und sie wollten zu ihrem Live-Gesang ansetzen. Dann kommt so eine ältere Dame, ein ganzes Schmuckgeschäft an den Armen, kommt da an. Können Sie bitte mal leiser singen? Wir wollen uns davon unterhalten.
So, so ins geöffnete Mikrofon von Albano und Romina Power. Ich meine, da hast du keine Fragen mehr, ne? Da ist alles klar. Stell dir vor, das bist du. Das bist typisch du. Das bist typisch du. Das bist typisch du. Ich steh neben mir, fühl mich aussortiert. Und du warst so kalt, dass es mich heute noch friert. Du sagst ja selber, wenn du immer sagst, wie ein kleines Mädchen ausgesehen, du hast aber auch sehr darunter gelitten, mit kleinen Ärmchen und Beinchen, und du wolltest auch nie Fußball spielen, im Gegensatz zu Marius. Du wolltest mit Puppen spielen, du wolltest deine Weichheit ausleben. Ja, das habe ich auch gemacht. Also ich habe mir immer kleine Theater gebastelt und so, und ich war nie auf Fußball. Ich habe beim Klassenspiel 7a gegen 7b habe ich 2 Eigentore geschossen. Also, und zwar nach Seitenwechsel habe ich gedacht, jetzt muss das Richtige sein. Und wieder, boom, voll rein. Sag mal, bist du nur blöd, und dann muss ich wieder bei den Mädchen stehen. Ich habe halt lieber irgendwie mir immer kleine Theater gebaut. Ich habe mich gerne verkleidet. Ich habe bei uns im Keller Geisterbahn gemacht und so. Das habe ich auch gerne. Verkleidet auch. Und dann hast du natürlich irgendwann, ich habe immer oft einen auf den Kopf gekriegt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich jetzt manchmal so ein bisschen den Harten mache. Einfach, das ist so im Nachhinein so ein Schutzmechanismus, ja. Aber tief drin ist das natürlich nicht so, weil sonst könnte ich meinen Beruf gar nicht so ausüben, wie ich das mache. Bist du so der Weiche? Naja, nun der Weiche auch, aber doch, ja, ein zartes Pflänzchen, ja. Weinst du ein Gänseblümchen. Ich bin, oh. Na, am Wasser gebaut. Ich bin wenn ich Sly Stallone, wenn ich Rocky 4 zum 5. Nein. Mal sehe, fange ich immer noch an zu heulen, wenn der Adrian brüllt. Ja. Ehrlich? Ja, ist so. Was ja toll ist, finde ich, dass du auf dem Kopf für 40 also wahnsinnig viele Haare noch hast. Ne? Ja, das ist jetzt gerade zu ganz viel. Kurz. Das ist jetzt gerade zu viel, weil es wirklich wie so eine Mütze ist. Und ich sehe auch so ein bisschen aus wie so ein Monchichi. Deshalb mache ich jetzt immer so freche Frisuren. Und ich habe mir früher die Haare immer selber geschnitten. Also ich war immer früher schon recht experimentell mit meinen Haaren. Ich weiß noch, Zeltlager, das erste Mal hinten eine Englandflagge mit der Nagelschere rein und dann mit Nagellack von den Mädels rot-blau. Englandflagge hinten selber reingemacht? Ja, also das hat ein Freund gemacht. Aber dann wollte ich es immer haben. Spiegelverkehr zu einer Englandflagge. Relativ früh schon mit 12, 13 Irokesen, hab den Haare gefärbt, hat auch sämtliche Haarfarben durchexperimentiert und irgendwann hatte ich die Schnauze voll, hab abrasiert. Und damals noch, schöne Geschichte, mit dem Lady Shave von meiner Freundin. Und ich wusste nicht, dass ein Lady Shave nicht schneidet, sondern dass der jetzt erst zieht und dann schneidet. Mach dann also ganz fröhlich, setzt das Ding rein, weil ich ihn abrasieren wollte, und es ging da so. Hatte dann dieses Scheißding und hatte wirklich Angst davor, das Ding wieder anzumachen. Es war ein Schmerz. Es tat richtig, richtig viel. Tränen in den Augen und alles und wusste, oh Gott, was soll ich machen? Und es saß fest. Es saß fest. Das Ding hat sich festgefressen und ich bin und daraufhin. Und kam dann das berühmte Nina! Nee, das war damals noch nicht Nina, es war Miriam. Dann habe ich mir eine Mütze aufgesetzt. Da habe ich mir eine Mütze aufgesetzt, bin zum Friseur und der hat es dann vorsichtig, aber unter größten Schmerzen. Aber hätte man nicht einmal noch mal kurz auf rückwärts oder irgendwas stellen können und wieder rausholen? Nein. Hatten die damals rückwärts? Weiß ich nicht. Nein. Ich hatte damals noch keinen so ein Ding. Also wenn der einen Rückwärtsgang hat, dann war es echt scheiße. Weil das ernsthaft, da bin ich zu lange. Und seitdem hatte ich immer rasierten Kopf. Was hat denn der Friseur gesagt, als du da mit diesem Epilady-Ding da ankamst? Piss natürlich. Also der konnte ja nicht von nach. Hast du auch eine Brille? Ja. Warum machst du keine Linsen rein? Ich mache immer Linsen rein. Weil ich trockene Augen habe. Ich auch. Da aber dein chinesischer Arzt hat gesagt, du bist zu feucht. Ist das nicht toll? Wenn ein Arzt das. Ist das nicht toll? Arzt hat gesagt, ich bin zu voll. Ich kenne überhaupt keine Chinesen. Was hast du in einem Interview gesagt? Was? Ja, da steht, du warst bei einem chinesischen Heiler und der hätte dir gesagt, du bist zu feucht. In deinem Hypochondrium. Und da bin ich auch nicht mehr hingegangen, weil ich bin nicht zu feucht. Aber man ist doch als Frau viel lieber zu feucht als eine Trockenpflaume. Er weiß nicht, wo sie hingeht, wo alles liegen kann. Sie hat vor ihre Kunde und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür mit Alice. Wärst du auch so erfolgreich geworden, wenn du hässlich wärst? Also mein Manager sagt, deine Nase ist scheiße, deine Mund ist scheiße, deine Ohren sind scheiße, aber die Mischung zusammen ist ganz gut. Aber ich dachte, hast du schon mal Viagra genommen? Ich kann nichts dafür. Wer war das?
Na, im Augenblick mal ausprobiert? Ist da noch kein Bedarf. Aber will man das als Mann nicht, wenn ich ein Mann wäre und ich hätte ein Pimmelchen, ne, dann würde ich das ja zwischendurch einfach mal... Mal probieren, wie das wieder funktioniert. Ich würde auch sagen, muss jetzt gar nicht, man muss es ja gar nicht einfach mal wissen. Ja, aber eine halbe vielleicht mal. Ich würde wahrscheinlich den Beipackzettel lesen. Und dann wäre es vorbei. Da hättest du schon im eigenen Herzinfarkt. Welche Stelle an deinem Körper magst du am liebsten? Oh. Magst du deinen Körper nicht? Der ist total durchtrainiert. Wenn du jetzt sagst, du magst deinen Körper nicht, dann flippe ich aber aus. Ja, also ich stehe sicher nicht vorm Spiegel und sage, sicher aber nicht. Aber wenn man verheiratet ist seit 24 Jahren, dann läuft man auch manchmal nackt im Haus rum, ja, und dann beurteilt man sich doch gegenseitig. Ja, also für mein Alter sehe ich noch ganz gut aus. Sagt Romney dann. Ja, sagt ihr beide. Da sagst du nicht immer, Romney sehe ich für mein Alter eh noch ganz gut aus. Und Romney sagt, ja, Marius. Nee. Kannst du das beurteilen oder kannst du das beantworten, welchen Teil an deinem Körper du am besten findest? Ja, mein Hintern. Ja, den darf man nicht zu sehr immer zeigen. Das darfst du mir ganz einfach, ich bin ein absoluter Hinternfries. Und strecken und dann einfach den Arm nach vorne, nach oben, jawohl. Und wieder zur Seite. Das gibt's dann zu lachen. Ich habe mir überlegt, ob ich das vielleicht einfach ausziehe. Ja, ja. Ja? Kann man das besser sehen? So. Komm, wir wickern weiter. Wir gehen weiter. Wie machen wir? Jetzt wollen wir ein bisschen Platz. Da wird ein bisschen gefährlich hier. Wir gehen nicht komplett nach vorne. Werdet mal leise und klatscht ihr mit. Alle mit klatschen. Pass auf. Wenn dir im Kornfeld ein Horn schwellt, dein Apfel zählt und abgeprellt. Fällt die Sonne warm, fällt der Regen oder Jingle Bell. Stellt man sich ein Blitz und fällt, dann nennt man das ein Feld mit komplett wenig Geld. Also dein Apfel den Kornfeld. Ein Fahrrad, ein Mädchen. Onkel Jürgen, mach sie klar. Aus dem Feld, aus Korn und Weizen, Onkel Jürgen. Wunderbar, ein Bett im Kornfeld. Zwischen Blumen und Staub. Die Sterne leuchten mir sowieso. Ein Bett im Kornfeld. Ich und Türken, wo? Tina, du bist die Schärfste. Yeah, yeah, hey, Jürgen, yeah. Würdest du mit einem Scooter-Hit-Medley im Musikantenstadion auftreten? Durchaus. Das wäre mal eine Idee. Ja, weil ich habe so teilweise so ein Faible zu dieser Musik, weil mein Vater hat das unentwegt gehört. Mhm. Die Oberkreiner und wir sind genau ein Jahrgang. Mein Vater auch immer Ernst Bosch und seine Ekeländer-Bums-Musik. Jeden Sonntag. Und, hat sich gefragt, warum diese norddeutschen Bauern sonntagnachmittags immer diese Blasmusik hören, weil das war so unnorddeutsch. Mir war das auch unverständlich, aber dann sind wir irgendwann mit einem Käfer, mit ein paar Kumpels so in der Schulzeit nach Lorette Mar gefahren und da habe ich vorher so eine Kassette aufgenommen und nur um sie zu erschrecken, habe ich dann irgendwann die Oberkreiner und Trompetenecho und den ganzen Kram. Und das war dann so, das ist dann so umgeschlagen in so eine positive Stimmung. Plötzlich fanden wir das alle gut und Ich kann das gut verstehen. So entstehen Trends. Hast du noch einen Arztkittel? Ja, klar. Ehrlich? Noch einen von deinen alten, richtigen, echten? Nein, das ist... Hat man als Arzt, sag ich selber, einen Hausarzt? Die meisten Sachen kriege ich ja selber sozusagen noch geregelt. Also so ein Arztkittel ist schon gut, wenn man viel unterwegs ist, dann werfen die so einen Zettel ein von der Post, hier musst du abholen und dann ist da diese lange Schlange, dann ziehe ich den Kittel an, sag, lass mich durch, ich bin Arzt und dann funktioniert das schon. Wann warst du das letzte Mal beim Arzt oder sind das eher so Darmspiegelungen und so? Nee, da bin ich noch nicht drin. Du machst ja drin. Nicht selber. Nee. Ja, nur zum Zeitvertreib. Ja, ja. Weißt du, kann man ja mal ausprobieren. Man gönnt sich ja sonst nicht. Ich glaube, das so mit rein, wenn sonst nichts im Fernsehen kommt, weißt du dann. Spiegel dich mal. Spiegelst du mal. Nein, aber da musst du ja irgendwo dann hin und musst sagen, könnten Sie mal. Wir machen ja eine typische Handbewegung. Ja. Ja, du machst den Handschuh hier vom Dorf, ich oder? Vom Bauernhof. Bist du Veterinär. Das ist eher das. Ja. Also ihr macht ja dann so Klatsch. Manchmal reicht auch schon ein Finger. Oh, ach so. Ja, stimmt, das sind diese Plastik-Finger. Wo wir hier sind, wenn wir die kleine Hafenrundfahrt. Okay. Genau. Würdest du dir von mir eher jetzt eine Braunüle nicht legen lassen, aber eine Injektion verpassen lassen mit Ringerlösung oder einen Pferdepimmel lutschen? Du hast doch keinen Pferdepimmel. Nein, aber dann sag doch, dann hast du ja gewonnen.
Wenn du jetzt sagst, Pferdebimmelung. Oh, Pferde, nein, hier. Soll ich dir die Spritze geben? Was hast du? Hast du gelernt? Nö, aber das kann ich, glaube ich. Guck mal, machst du so, sehe ich doch immer. Und dann ab. Ich kann's voll echt, also soll ich die eine legen? Muss man legen? Na, ich bin jetzt gerade dran. Ich habe mir gerade das Ding hinten reingesteckt. Da guck mal, da kann man super rein. Ja, da kann man. Und dann hier mit der Ringerlösung. Sag doch den Pferdebimmel. Ja, aber ist, nein. Du willst mich da irgendwo hinlocken. Naja. Ich seh doch schon irgendwo ein Pferd draußen. Du willst dich doch jetzt nicht wirklich hier spritzen lassen. Na, ich will aber auch kein Pferdepimmel lutschen. Naja, ist ja kein Pferd da. Ich wollte ja den Pferdepimmel. Ja, okay, Pferdepimmel. Komm rein, Pferd! Ja, ich wusste es! Ich wusste es! Schau mal, es hat doch Angst. So, jetzt gehen wir mal kurz. Okay, was ich sag. Wo sind wir hier gelandet? Das ist doch eine Stute, oder? Ja, so. Weil ich nicht, ja, bist du eine Stute? Weil ich nicht ganz so fies sein wollte, es ist wirklich eine Frau, weil ich hatte ein bisschen Schiss, dass du dich da wirklich. Nein. Okay. Mensch. Aber schön, dass du da bist, Schatz. Wir sehen uns später. Zusammen sein, glaube ich. Ja. Bist du so in deiner Beziehung auch so ausgeflippt? Total. Ja? Total. Du bist sogenannter Produzent, das sagt ja erstmal nicht jeden immer gleich. Ich bin so ist man da, bist du total reich? An Erfahrung. Ja, es geht mir gut. Also ich kann mich nicht beklagen. Das heißt, du bist so einer, der Praktikantinnen einstellt. Hast du eine unterm Tisch? Oder mal eine gehabt? Meine Astrologin sagte mir. Sie wird jedes Thema runterbrechen auf Sex. Ey, du bist doch in so einer, so alter Sack, 55, in der Position, gut verdient, in der Position, dass er sagen kann, kommen Sie mal her, ist das eine, wenn Sie mir sagen können, was das ist, dann dürfen Sie diese Nacht mit mir verbringen, das ist ein Bleistift, das kann man gelten lassen. Alter Fips Asmus. Dieses Frauenbild, das erzählt man sich ja auch im NDR, wird in dieser Sendung gepflegt hier. Wir setzen aber auf partnerschaftliches Miteinander in Augenhöhe. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo du vorher gefragt hast, was dieses Rohr bedeutet. Ja. Michael, wir müssen jetzt sehr tapfer sein. Ja, wir sind überflüssig. Aber wir gehen. Wie lange willst du die NDR Talkshow denn noch machen? 2043 in etwa. Ja? Das heißt, bin ich 90. Nicht, hast du denn noch Bock darauf? Das macht mir einfach Spaß. Und es ist also das Publikum mag es, die Gäste kommen gern, wie wir den Eindruck haben. Ich komme sehr gerne und mache auch noch ein Kompliment. Bei Hubertus, aber auch bei Barbara habe ich immer das Gefühl, die wollen wirklich was wissen. Es gibt aber auch Momente, finde ich, wo Hubertus auf seinen Brillenbügel kaut. Immer und kurz vorm Einschlafen ist und sich nochmal die roten Socken hochzieht, wo ich denke, dieses Thema ist nicht sein. Darf ich mal was erzählen? Ich habe in 220 Sendungen viermal rote Strümpfe angehabt. Das letzte Mal vor 3 Jahren. Ach so, ich dachte, und das zeigt, wie farbentwöhnt wir sind. Es ist so. Ja, oh, du hast rote Strümpfe an. Das ist, ich habe sie wieder ausgezogen, weil jeder Taxifahrer zwischen Berlin und Hamburg heute gar keine roten Strümpfe an. Das kannst du irgendwann nicht mehr. Du gehst zu Edeka, ach, heute keine roten Strümpfe an. Und das ist, also ich habe mal eine Weile in England studiert und da sind damals schon, als ich studiert habe, ich meine, da war der Strumpf auch schon erfunden, hatten ganz konservative Leute hatten plötzlich himbeerrote, übrigens Kniestrümpfe an. Kniestrümpfe, die Socke, die das Bein des Mannes zeigt. Wie viele Kalorien du beim Sprechen verbrauchen musst.
Du Bulli, eigentlich hätte ich ganz gerne, dass du da hinten wieder reinrutschst. Ach so, und du würdest hier sitzen. Okay, bist du oben rum oder unten rum? Ja, das müsst ihr jetzt mal. Ja. Macht's unter euch aus. So. Sind doch noch jung, wie beweglich. Komm, jetzt muss ich nur noch irgendwie. Ich komme jetzt mit. Du bist es da, du bleibst ruhig da. Mein Ohr. Das Ohr. Ja, ich hänge mein Ohr. So meine ich das. Hey, Max. So. So, jetzt. Oh. Also wir haben jetzt hier richtige Golfbälle, die allerdings etwas, ich habe die in Buttermilch gehabt die Nacht, damit die ein bisschen weicher werden. Schön Visier runter, ne? Wie gesagt, Zahnersatz ist teuer heute. Ja, am Lappen, Frau Müller. Nein, nein, es geht nicht mit dem Lappen. Du nimmst die Scheibenkratzer. Ah, echt? Ja? Schäumst das ein bisschen auf, das ist ja ganz wenig, schüttest Wasser drauf, hast hier einen Topf und mit dem Kratzer machst du dann so lange mit klarem Wasser nach, bis die Treppe völlig, bis das Wasser sauber ist und ist die Treppe völlig sauber, du kriegst sie voll sauber. Und wie oft machst du das? Na, nicht jeden Tag, aber das mache ich einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Und das ist geil, das geht wirklich. Also haben wir gehört, den Eiskratzer nehmen, den man benutzt, mit einem Fingerchen was? Ein Fingerchen. Ja, wir wollen ja keine Werbung machen. Aber mit einem Fingerchen Spüli. Ah. Ich habe leider keine Treppen in meiner Wohnung, sonst würde ich es morgen gleich nachmachen. Ich hätte aber jetzt auch keinen Eiskratzer, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich guck dich nur an, du bist. Warum? Du bist die schärfste Frau. Oh! So. Das ist zum Beispiel, das ist aber toll, finde ich. Jetzt kein witzig, Jungs! Starten Sie, mein Name ist Jan Delay. You see, they call me a star, but that's not what I am. Gestatten Sie, mein Name ist Jan Delay. You see, they call me a star, but that's not what I am. Yeah, gestatten Sie, sein Name ist Jan Delay. You see, they call me. Stop, so stop, stop. Gestatten Sie, sein Name ist Jan Delay. Gestatten Sie, sein Name ist Jan Delay. Oh, gestatten Sie, sein Name ist Jan Delay. Gestatten Sie, sein Name ist Jan Delay. Ha! Jan Delay! Hey, 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 hey! Ich freue mich! Meine Fresse! Nee, mein Anzug. Ja, dein Anzug und meine Fresse. Yeah. Weißt du, was mich auch ein bisschen wundert, dass du so diesen Hamburger Typen so gar nicht für dich entdeckt hast? Weil den könntest du, glaube ich, total gut. Aber habe ich doch schon. Ja, aber, ja in Theaterstücken wahrscheinlich mehr, aber im Fernsehen? Ja, auch, sicher. Wo denn? So, sicher hier. Butter bei die Fische ist eins schon mal. Denn hier Fischer, Fischfrau. Was denn? Das sind doch alles auch norddeutsche Geschichten, oder was? Ich weiß gar nicht. Komm, wir entwickeln jetzt mal eine Rolle. Ich finde, du musst einer sein, der so diesen Hamburger Dialekt spricht und der grundsätzlich total einfach total aggressiv ist. Ja. Und zwar ganz schnell, wenn jemand... Ja, sicher. Mal eine aggressive norddeutsche Geschichte. Aber so richtig. Ja, sicher. Wir können auch aggressiv sein. Ja. Das denken immer alle, wir sind so lieb und so scheiße. Nee. Ja, ich komme hier mal und sage, Holger, sitzt du hier schon wieder und trinkst mir, oder was? Das geht nicht in Scheißdreck an. Niemand ist das ein Hof alleine, oder was? Oh, leck mich mal, ich muss raus hier. Du hast doch gesagt, komm nach Hause. Ich will jetzt das scheiß Lied singen und fertig. Lass uns jetzt das Lied singen und aus. Dein blödes Bier hier schon wieder vor den Hals, oder was? Wann wird denn hier endlich mal gesungen, scheiße? Du hast gesagt, du rufst mich an. Kann man auch einfach mal ein bisschen reden, sich unterhalten, mal bis halb eins Fernsehen, aber immer dieses Ficken, Ficken, Ficken. Ich frag mich nur, Frau Müller, was willst du? Was will Frau Müller denn? Ich glaube, es haben jetzt alle gefickt, wir können aufhören. Hat sich ausgefickt. Junge Mädel! Sehr schön. Auch sehr schön.
Also du bist ja mit einer Frau, die heißt Corinna, ne? Genau. Und Corinna sagt, dass du zu Hause so nervig bist, dass sie ständig mit Oropax rumläuft, weil du Selbstgespräche führst und weil du so hyperaktiv bist und weil du immer mit dir selber redest. Was erzählst du dir denn immer? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt gehe ich mal aufs Klo. Naja, ich bin so ein Typ, ich so mache irgendwie, ich schließe die Toilettentür zu und dann geht's immer, verflucht, das gibt's doch alles gar nicht, oder? So was machst du? Ja, ja. Und was ich noch mache, ist, weil ich ja so schlecht schlafe, so ich bin es gibt ja Schlaf und Wach und dazwischen was. Und dann höre ich mich selber, wie ich, lass mir meine Ruhe. Wo ich mich selber, ich bin völlig krank. Das ist ein bisschen krank. Und meine Frau möchte gerne in meinem Bett schlafen, aber kann nicht, weil ich... Und auch schon mal aufgestanden mit so einem Messer und so, wit, wit, wit oder so? Nee, aber es ist schon so, dass ich... ich weiß es selber nicht. Meine Tochter hat einmal mit mir im Hotelzimmer geschlafen, weil ich sie mit zum Dreh genommen habe. Dann hat sie gesagt, pass auf, was ich aufgenommen habe. Dann geht der Rekorder an und dann hört man... Ich sag, Luna, was ist das denn? Ich sag, Papa, das bist du. Das finde ich ganz schrecklich. Vor allen Dingen, als du Corinna dann kennengelernt hast und dann liegt man vielleicht noch mal so im Hotel rum und dann auf einmal macht derjenige, in den man sich gerade verliebt hat, sowas. Ja, dann nimmt man doch schnell die Sachen und läuft weg. Nein, ich wusste das ja. Deswegen kommen ja die Socken. Die habe ich mir in den Mund gestopft, weil ich wusste, ich spreche nachts. Oh. Und mit Socken im Mund? Und wenn das Licht zu hell war, habe ich sie über die Lampe gezogen, damit sie nicht sieht, wenn ich... sie hat schon echt ein Kreuz mit mir zu sagen. Du sagst ja selber, dann stehst du so nach 3 Stunden auf, dann bist du unruhig, dann fängst du an, dann isst du ein bisschen, dann rauchst du ein bisschen, dann trinkst du Kaffee. Das ist natürlich das Falsche. Nein, ich gehe hin und dann mache ich erstmal Pipi. Und dann sage ich, verfluchte Scheiße, ist alles geil. Dann sind die Füße kalt, dann bin ich hellwach. Ja? Und dann gehe ich in die Küche, da steht eine Dose Thunfisch für die Katze. So ist noch die Hälfte drin. Und die Katze guckt. Oh Gott! Ja, und die Katze guckt und sagt, was du in meinem Thunfisch? Halt den Mund! Und schon bin ich wieder im Streit. Dann ist natürlich Adrenalin. Bin ich hellwach. Dann rauchst du eine. Brauch ein Bier. Dann brauchst du ein Bier. Schon habe ich einen Kater morgen. Aber so kommt doch kein Mensch. Die Katze sagt, was macht der Kater hier? Mit 71 hole ich mir 2 Dackel, Kurzhaar, einer schwarz, einer braun, so weiß ich, die speckigen. Ich habe einen genauen Dackelplan in meinem Leben. Ist der einzige Plan, den ich komme. Der einzige Plan, mir passiert mein Leben immer, aber dackeltechnisch gesehen habe ich mein Leben durchgeplant bis ins hohe Alter. Hast du einen Hund? Nee. Was ist, wenn so ein Hund 8 Jahre alt ist und stinkt so aus dem Maul? Oh, das kenne ich. Wenn sich im Auto, wenn das geschlossene Auto, ne, voll ist von dem faulen Atem, ne? Kennt man. Da musst du einfach die Fenster runterlassen. Nein. Und dann zieht das durch und dann geht das. Nee, aber die liegen ja auch auf dem Sofa dann neben dir und im Bett und dann immer so. Das kann dir bei älteren Männern auch passieren. Das ist Humor, komm! Ja! Kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. All along the watchtower. Step of you, while all the women came and went, the foot servants too. Outside in the cold distance, a wild cat did grow. 2 riders were approaching. Wow!
gesagt hast, dass du nach so einem Horrorfilm, weil guckst du den immer alleine auch? Ja, manchmal. Immer Teleshopping. Ja, und danach guckst du immer Teleshopping, aber das finde ich ist ja noch mehr Horrorfilm als der Horrorfilm an sich. Ich setz mal wieder ab, okay? Ist warm drunter? Mir wird schlecht. Ehrlich? Das stimmt. Aber es riecht nach Kaugummi eher. Also, wie der früher bei uns auf dem Dorf roch, der Kaugummi. Okay, als er noch nicht so weit entwickelt war. Das sieht echt hardcore aus. Ja. Yeah. Und warm. Ja, aber lass ruhig auf. I love that. Take them with you to America, then they see the whole world. My shanty boys. Shanty town. Shanty boys. Do you know a shanty? Something like rolling shanty. Home, yeah. Rolling home, rolling home. Across the sea. That's not German. Rolling home to my sweet Hamburg. Rolling home, come back to me. They don't know the words. Yes, they don't know the words. I know the words. Yeah. Oh, my glasses. Oh, my shades. Yes, it's great. You feel better? Do I look like Lady Gaga? Do I look like Lady Gaga? Yes, it's a bit like Lady Gaga. Do you like Lady Gaga? She copied off it. No. I love Lady Gaga. You want to hear the song I made up about her? My German song? No? Well, it's not about her. It just goes like this. Da da danke schön. Da 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 danke schön. Da da danke schön. Da da danke schön. Ehrlich gesagt freuen wir uns immer ab 13 Uhr schon da drauf, ne? Manchmal mache ich morgens auf und freue mich da schon drauf. Du hast doch da den Zahn, den ich dir eben gerade in die Hand habe. Ja, so einen Zahn. Ja, und den würde ich gerne, weil ihr sagt doch immer, ihr Borussen, also der echte Borusse, gelbe Zähne, schwarzer Hals. Schwarzer Hals, gelbe Zähne. Wollen wir uns das mal angucken, wie das eigentlich aussieht? Ist aus einem freundlichen Schimpfwort entstanden, aber das übernehmen wir ja gleich. Guck mal, das ist dein schwarzer Hals. Okay. Ich habe auch einen. Und, das war ein sehr schwarzer Hals. Ja, ein wunderschöner. Aber, sagt er ja so. Mm. So. Schwarzer Hals. Und dann gelbe Zähne, sagt gelbe ihr Schwarzer. Zähne. Hey. Also so sieht der echte Borusche aus, ne? Ja, aber nur bei Inas Nacht in Hamburg. Deine sind schief. Jetzt stimmt. Ah, ist das widerlich? Jetzt müssen wir noch singen. Das ist kommt der Bier. BVB. Schon seit 100 Jahren. Schwarz-Gelb sind wir, wir stehen hier, Borussia. Das Fußballherz liegt hier, BVB, schon seit 100 Jahren. Schwarz-Gelb sind wir stehen hier, Borussia. Das heißt, es gab eine AG, ne? Eine Schul-AG? Ja. Und da wurde Theater gespielt? Ja. Und das fandst du gut? Sehr. Warst du sehr talentiert? Klar. Und dann haben die Eltern gesagt, hey, wenn du das tust... Hey, cool! Geile Idee, wir haben uns das auch gerade gedacht. Oh, super, ey. Wir haben uns die ganze Zeit gedacht, was studiert? Was ist denn los? Sei doch nicht so scheiß vernünftig, Alter. Nee, die waren ein bisschen... nicht begeistert. Und dann, meine Eltern waren beruhigt, als ich auf dieser Schule angenommen wurde, dass ich Kunsttherapeutin werden könnte, sollte es mit den Schauspielschulaufnahmeprüfungen nicht klappen. Ja, und dann hat das eben geklappt, dass das Abgefahrene war. Nur als ich bei dieser Prüfung von dieser Kunsttherapieschule war, meine Mutter wartete draußen im Auto und ich hatte so in letzter Minute ganz viel irgendwie zurechtgekriegelt und habe irgendwie so Passepartout drum gemacht, dass es nach irgendwas aussieht und bin da so hin mit dieser Mappe und dann saß ich bei dieser Frau und dachte so, ja, im Notfall mache ich das, habe ich auch Bock drauf, könnte ja cool sein und sich mit Menschen auseinandersetzen, gleichzeitig malen, war immer voll mein Ding. Und dann meinte diese Frau, unterhielt sich so mit mir und dann wurde es schon so therapeutisch, das Gespräch. Und da war ich noch nicht so bewandert in diesen Ebenen so, und war schon so, hm. Und am Ende meinte sie dann so, ich würde mich freuen, wenn du hierher kommen würdest. Und hat mich sozusagen so angenommen und meinte, ach ja, übrigens, woran ich irgendwie in Bezug auf unser Gespräch, woran ich wirklich ganz fest glaube, ist, dass der Mensch eines Tages durch den Mund geboren wird. Und ich so, hä? Das meine ich. Das meine ich.
ich. Und in dem Moment dachte ich so, oh, gut, dass meine Mutter draußen sitzt. Und ich weiß, was für ein Job ich als Alternative hier gerade. Ja, klar. Also, und diese, aber das beschäftigt mich bis heute. Aber ja. Wie wird der Mensch durch den Mund geboren? Was wollte sie mir damit sagen? Ja. Was will sie mir? Meinte sie das wirklich ernst oder ist so? Gegoogelt. Menschmund geboren. Da kommt garantiert irgendein Menschmund geboren. Ja, Menschmund geboren. Eine Mundgeburt. Mundgeburt. Ja, wir sind beide voll die Mundgeburt. So was, ne? Oh, es ist ein Mädchen. Gratuliere. Wo sind die ausgekotzt? Ja, ich weiß gar nicht mehr. Das war das Schönste, was ich je erlebt habe. Oh, Zwillinge gekotzt. Oder kommt noch was? Ja. Samstag, 12.09.2009, 21.03 Uhr, Hamburg-Altona. In diesem Moment zeigt Jan-Josef Liefers bei Inas Nacht, wozu die Sachsen imstande sind. Dazu singt der Shanty-Chor Wilhelmsburg. An dieser Stelle muss man sagen, dass die Männer vom Shanty-Chor der Tampentrecker aus Wilhelmsburg bei dieser Sendung immer draußen vor der Tür stehen und von dort aus durch ein Fenster in den Schellfischposten hinein, je nach Lust und Laune, immer mal wieder eins von zwei Liedern anstimmen. Erstens... Zweitens einen kurzen Ausschnitt aus dem Lied Moskau von der Gruppe Genghis Khan mit einem anderen Text, nämlich heute haben wir viel gelacht, denn wir sind bei Inas Nacht, ha 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 ha. Hoffentlich haben die das mit Leslie Mandoki geklärt. Welcher Film, in dem du mitgespielt hast, hat dich am meisten fasziniert? Soll ich ernsthaft antworten? Das ist dann eine Zeitpunkt. Ja, aber ich könnte jetzt irgendwas sagen, aber es gibt in jedem Film wirklich tolle Momente. Und also Knocking on Heaven's Door zum Beispiel damals hatte folgendes Highlight. Da Rudi Wurlitzer, die Rolle, die ich gespielt habe, hat sich ja gewünscht, einmal mit zwei Frauen zu schlafen. Und dann gehen sie in Holland in ein Bordell. Und ich bin nicht der Einzige. Jetzt sind die Gläser auch da. Und dann waren wir eben haben wir das gedreht und dann war in der Szene eben, dass Helen Duval, ein großer Pornostar, großer Star in der Pornoszene, spielte da die Puffmutter und präsentierte sozusagen, da standen bestimmt 60 junge Mädchen und die standen alle oben ohne da. Und Rudi Wurlitzer, also meine Figur, da konnte sich nur zwei aussuchen. Ja, das war so dieses Moment. Und alleine die Vorbereitung zu dem Dreh, die waren so sensationell, weil da standen nun wirklich. Da standen nun wirklich stell dir vor, die Fischerchöre, so alle zwischen, nur die Frauen, so zwischen 18 und 21, splitternackt. Und dann hieß es drehfertig machen. Ja? Da kommt dann nochmal der Maskenbildner, macht nochmal die Haare und so. Und die machten Folgendes: Da fingen wirklich 80 Frauen oder ich weiß nicht, wie viele das auch waren, gleichzeitig an, ihre Nippel fest zu machen. Und zwar mit allem, mit Eiswürfeln, mit den Fingern, mit Spray. Und das Bild werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen, weil das lief gleichzeitig, glaube ich, sie alle so. Und dann hieß es drehen und dann standen sie alle so da. Das war sensationell. Du hast ja damals, bevor du Männer noch gemacht hast, auch bei deinem Cousin Molly Pornos synchronisiert? Ja. Was guckst du bei synchronisiert so komisch? Ich habe es nicht selber gemacht. Nee, ich wollte gerade sagen, ich wusste gar nicht, ob ich mich richtig erinnere. Das war synchronisieren, aber nicht spielen. Ne? Ich nehme es jetzt vorweg, in Schulmädchenreport. Ja, was? Ja! Wind aus den Segeln ja, zu nehmen. So will ich das. Den nordischen Wind. Schulmädchenreport. Aber das ist doch heute total Kult. Das kommt doch gut an. Das war für mich damals schon Kult. Ich glaube, Asche. Du sagst ja, du hast so viel Drogen genommen und so viele Frauen gehabt, weil dir immer so langweilig war. Ja. Ist es so? Ja, klar. Aber ist denn nicht, wenn man ganz viel rumvögelt und ganz viel Drogen nimmt, ist das denn nicht auch nach einer Woche ganz langweilig? Nee. Sagt man da nicht, oh, nicht schon wieder vögeln? Nee, oder nicht? Sag mal, dann nimm doch mal die Dinger da weg. Kriegst du den Wein nicht? Sag mal, gib der Frau mal ein Bier wieder hier.
Meinst du das wirklich ernst? Ja, ich glaube das wirklich. Ich meine das wirklich ernst. Ich glaube, alles, was man im Leben zu viel macht, ob zu viel Tolles davon essen, zu viel Tolles trinken oder zu viel rumvögeln, macht dann nicht mehr so einen Spaß. Das ist ja der Kick irgendwann dann weg. Hat sich mir nicht vermittelt. So. Können wir denn ein ganz bisschen auch reden über die Zeit im Gefängnis? Gar nicht über die Zeit im Gefängnis und gar nicht über also das ganze Ding. So los. Weißt du, was ich viel spannender finde, wenn ich da, ich will gar nicht da groß drüber reden. Was nee, ist, nee, nee, soll ich dir mal sagen, was ich da dran spannend finde? Wenn man festgenommen wird dann, ne? Jetzt rein praktisch. Verhaftet heißt das im Klartext. Verhaftet. Kann man dich auch festgenommen sagen? Ja, das kannst du sagen. Als wir früher Cowboy und in verhaftet worden. Haben wir immer gesagt, du bist festgenommen. Du kannst festgenommen werden, aber du bist dann verhaftet. Ich wusste, ich wurde wieder auf das Thema zurückkommen. Wir werden an diesem Thema nicht vorbeikommen. Ich wollte das nicht. Ich wollte jetzt gerade. So ist mal, das nicht. Okay, ich wollte gerade weg davon. Ja. Also, was willst du von mir? Was ich so spannend daran finde, ist, wenn du dann in den Knast kommst. Ne? Polizei kommt, legt dir Handschellen und führt dich ab. Keine was? Handschellen. Ja, gut. Du bist weg. Also, ja. Du hast keine Zeit und das finde ich echt spannend zum Aufräumen. Du verlässt ja dein Haus. Kommen die Kontoauszüge in den Knast rein dann? Was meinst du eigentlich mit aufräumen? Ich soll das Haus vorher aufräumen? Ich weiß nicht. Ich stelle mir nur vor, die würden mich morgen verhaften. Ja. Und dann wäre ich im Gefängnis und ich hätte nicht aufgeräumt. Du würdest wiederkommen, die Marmelade steht noch da. Wer traut den Kühlschrank ab? Nein. Wer traut den ab, den Kühlschrank? Ich sage dir was. Du denkst nicht eine einzige Sekunde darüber nach. Oh, ich ja. Nein, ich ja. Nein, du auch ich nicht. Ich glaube ja. Weil du hast damit zu tun, im Knast zurechtzukommen. Da denkst du nicht eine Sekunde über den abgetauten Kühlschrank nach. Das ist wirklich scheiße. Auch nicht, dass noch irgendwo Unterwäsche rumliegt. Weil die Polizei geht ja doch, dann in doch, doch, doch. Und zwar, die haben bei mir natürlich eine Hausdurchsuchung gemacht. Siehste. Und da haben die gefunden von einer Party, ich habe noch nie Drogen genommen. Aber ich habe eine Gartenparty gegeben und da habe ich am Morgen, als ich aufgeräumt habe, und als alle Vögel des Grunewalds sich über das, wie nennt man diese kleinen Schweine, diese, die man an einem Spieß brät. Meerschweine. Diese ich möchte euch alle einladen zum Meerschweinfilm. Und du, wir haben Spanferkel gebraten und das war außen verbrannt und innen roh. Kein Schwein hat es gegessen, es wurde in Stücke zerteilt und die Vögel des Grunewalds haben es aufgegessen. So, also der ganze Garten war voller Vögel, die in die Stücke reinhackten. Aber ich fand plötzlich irgendwo... Das nennt man heute Häppchen. Irgend so eine... So eine Platte. Und das war Haschisch. Und das habe ich in einen Pott getan und habe es bei mir zu Hause auch bewahrt. Und genau das haben die Bullen gefunden. Und ich kriegte eine Anklage wegen Drogenbesitz. Aha. Und da kann ich nur sagen, was mich... Was mich am meisten geärgert hat, war... Entschuldigung, das ist mir noch nie passiert. Aber diese Meerschweinchen-Geschichte ließe sich natürlich unendlich weiterspinnen. Und da ich dazu neige, das zu tun, wenn du schon weiter erzählst, kam mir gerade noch ganz schnell der Gedanke, da haben um die Uhrzeit noch Kinder zu gucken könnten. Kann ich das vielleicht auch mal haben? Ja, darf ich aber manchmal, erstmal, hab ich gemacht, kann ich noch eins haben, es reicht nicht. Oh, Entschuldigung. Du hast die Steilvorlage gegeben. Ich habe nur heimlich weitergedacht. Hier machen wir sauber gefällig. Ja, hier jetzt auch, aus danke. Schweineschweinchenstall. Mehr Schweineschweinchenstall. Jetzt fangen wir nicht schon wieder an. Mehr Schweineschweinchenstall. Ah, gut, so. Leicht zu erheitern hier. Also Koks war im Pott und die Bullen haben es gefunden. Haschisch, entschuldige, so war es. Das ist ja eher dann noch wieder was Nein, aber die Pointe daran ist, dass ich Jahre später den gefunden habe, der das Haschisch in meinem Garten gelassen hat. Und zudem habe ich gesagt, weißt du, was das Gemeinste daran war? Die haben es nämlich analysiert bei den Bullen. Es war mittlere Qualität. Und da habe ich gesagt, das war eine Schweinerei. Das war eine Schweinerei. Viva Las Vegas! Viva! Viva!
machst du den Zeugen Jehovas die Tür auf? Das war letztes Mal ganz lustig, weil vor... Ach, du machst auch? Na, ich weiß ja immer nicht, wer dran, weil letztes Mal hat es geläutet. Es war auch nicht 8 in der Früh. Ich dachte mir, ja gut, war am Nachmittag, kann ja irgendjemand sein. Und dann stehen zwei Mädels vor der Tür. Mein erster Blick war, boah, die haben aber echt scheiße Klamotten an. Also, was so richtig. Also so richtig so, boah, was ganz öd. Denn an? Also so, ja, einfach, kennst ja so Altkleidersammlung und wir müssen also gerade noch nicht der Sack selbst gespürt. Macht ja, aber Michael Mittermeier, wenn es klingelt, einfach mal ohne vorher zu fragen die Tür auf? Ja, aber ich finde, ich kann nicht immer so Hallo, was seid ihr denn? Was seid, es ist ärgerlich, einmal auf und dann sage ich schon so, Gott hat hier nichts zu suchen und dann gehen die. Aber es ist zum Beispiel an Halloween, wenn die Vampire und die Zombies klingeln und wenn du dann einer Dreijährigen erklärst, wer das war, dann sagst du einfach, das sind die Zeugen Jehovas. Du bist ein Muffel und zwar ein Morgenmuffel und du bist auch sonst oft muffelig. Stimmt ja, das? Ja, schon. Also ich muss. Wie ist denn das dann, wortkarg oder? Gar nichts, ich sag gar nichts. Also da muss man sogar meine Katze aus dem Weg gehen. Also da ich bin halt grantig, ne? Grantig bin ich halt. Ist ja nichts Schlimmes. Weil morgens ist oder weil ja, die Welt scheiße ist? Nein. Weil du noch schlafen möchtest eigentlich? Ja, genau. Ja. Du bist so einer, der braucht, wenn er wach ist, braucht er erst ein bisschen. Ich brauche 5 Minuten. Man darf nicht gleich fragen, was hast du denn? Hast du schlechte Laune oder ja, was? Ja, ich brauche schon eine Stunde in der Früh, oder? Du wie auch? Ist das bei dir? Bei mir ist noch schlimm, also bei mir ist wirklich schlimm. Ich stelle gerade mit Erschrecken fest, wie ähnlich wir sind. Wir werden ein optimales wir Pärchen. Haben. Wir sollten mal kochen miteinander. Wir werden aber wir waren ja schon das optimale Pärchen. Ja, aber du bist jetzt raus wir jetzt. Also das ihr auch das optimale Pärchen. Wir zwei sind eigentlich die Neuen. Weil ich muss, ich habe wirklich, wir haben früher gedreht um 9 Uhr morgens und ich habe dann 10 Uhr draus gemacht, 11 Uhr, 12 Uhr und inzwischen bin ich schon bei 1 Uhr mittags angekommen, weil morgens nett zu machen. Ich kann auch nicht auf dieses fröhliche Guten Morgen, schönen Tag noch, wenn ich in eine Bäckerei reingehe. Ich sage einfach, halt die Fresse, gib mir zwei Brötchen. Natürlich muss ich sagen, an diesem Punkt des Lebens wird natürlich Figur auch immer mehr in den Mittelpunkt drücken. Ich war ja früher eine Elfe, habe zwar immer noch dieselbe Figur und man denkt, na, die sieht noch ganz gut aus, aber es macht mehr Anstrengungen. Es kam früher von selber. Leicht, easily. Und heute muss man dafür kämpfen. Und nein, das ist der Unterschied. Ne? Ich finde, der Beispielsweise Unterschied ist wie bei Iris Berben. Ich will auch mal was sagen! Ja. Das Schlimme ist, dass man merkt mit den Jahren, wie der Grundumsatz zurückgeht. Das heißt, du kannst, du bleibst so, darfst aber immer weniger essen, immer natürlich, weniger. Man muss und es ist im Moment so wenig, dass ich sage, nee, so möchte ich nicht leben. Das ist nicht man besonders muss immer toll. Mehr investieren, um denselben Level zu halten. Immer ist mehr rasieren schwierig. Und immer die mehr zupfen. Iris Berben, ja, Iris Berben, die gilt ja als schönste reife Frau. Die sagt ja, man soll Wasser, Ananas und Ballaststoffe und Schrot essen. Aber was habe ich davon, wenn ich Wasser, Ananas, Ballaststoffe und Schrot fresse und die letzten 15 Jahre meines Lebens auf dem Klo verbringe? Ne? Ist ja auch kein Ding. Und die Judy Lind. Hey, 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 hey. Die Haare sind ja wirklich. Das ist ja, die habe ich früher immer. Darf man da reinfassen oder bist du eitel? Nee, das kann man bei dir auch machen. Nee, das habe ich untenrum. Also, wenn ich. Hattest du schon mal Sex zu deiner eigenen Musik? Oh. Das ist nicht schlecht, ne? Das ist ganz gut, ne? Ist sehr gut, ist das. Also. Ein Typ kommt vom Lande und will mal was erleben, kommt in so eine kleine rote Laterne und klopft oben an der Türchen. Geht auf. Ja, was ist los? Ja, ich will mal was erleben heute. Hast du denn Geld dabei? 20 Mark. 20 Mark hast du hinten am Baum runterholen. Klappe zu. Nach 10 Minuten klopft er wieder. Was ist denn noch? Ich möchte gerne bezahlen. Wieder zwei Bauern vor einem großen Spiegel an der Wand sitzen. Ne? Das ist eine, guck mal da, die beiden gegenüber, du. Die sehen genauso aus wie wir. Ja, sagt er, ich glaube, die sind bei uns aus dem Dorf, du. Ich geh mal hin, ich frag mal. Der steht auf, sagt er, bleib sitzen, der kommt schon. Also natürlich zwei Schauspieler, die auf dem Klo stehen und Pipi machen, sagt der eine zum anderen, na, wie läuft's? Sagt der andere, brennt ein bisschen.
Na ja. Aber na ja, ist das schon mal gut, Herr. Ja. Ich fand ihn den Grund und Boden gerammt. Um Gottes Witzes, na ja, geht ja schon. Jetzt fragen wir uns doch alle, was macht der Jürgen Trittin wohl musikalisch, ne? Ich sag nur DJ Dosenpfand. So, und das ist jetzt deine Welt, ne, Jürgen? Ich hab geliebt. Und dann, ihr Schaf, ich kann es schaffen. Ihr Schaf, es ist schwer zu verstehen, doch es trifft immer den. Er regt sich Schuld an dem ganzen Geschehen. Jeder hält sich aus dem Ding raus, so gut wie er kann. Denn der Dumme ist am Ende stets der kleine Mann. Ich mag eben den Strumpf aufschneiden. Sonst geht ja das Spiel gar nicht. Mal, müssen wir wirklich die Schuhe ausziehen? Guck mal, so sagen, das war den Oma, sind aus den Stützstrümpfen jetzt. Ne? Und dann sage ich, oh, mir geht das gar nicht gut. Und dann sagst du, da habe ich was. Du bist gestresst. Ich bin so Stress. Du hast ganz viel Stress. Ja. So, und dann kommst du zu mir und dann stelle ich dir die auf den Bauch. Und was soll das in mir dann machen? Und die Schwingung, die geht durch deinen ganzen Körper durch. Nein, geil. Ja, ist super geil. Komm einfach mal vorbei und dann zeige ich dir, wie das funktioniert. Hausbesuche. Ich habe vor allen Dingen gesehen, der macht auch Hausbesuche. Ja, ich habe vor allen Dingen noch nie gesehen, dass so ein geiler Fisch da oben ist. Okay, jetzt bin ich dran. Also gleich, jetzt bin ich gleich dran. Gleich fängt's an. Jetzt kommt gleich. Ja, yeah, gleich ist soweit. Ich glaube, jetzt rapp ich. Nacht zum Halb-Eins, ob du mir das oder Halb-Eins, amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Reeperbahn nach zum Halb-Eins. Wer noch niemals in Longchigan hat, einen Reeperbahn-Bumme gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kennt es nicht, bei St. Pauli, St. Pauli, ist was? Nein, was soll schon sein? Natürlich, du hast den Müll wieder nicht rausgebracht, du hast das Kind nicht zur Schule gebracht, ich habe heute wieder alles gemacht, ich habe den ganzen Tag gedacht, warum stillst du eigentlich dieses blöde Kind nicht? Ich habe keinen Bock mehr, dieses Kind die ganze Zeit alleine zu stellen. Ich würde so gerne auch einfach mal raus, raus, nach New York, irgendwo ich hin, war irgendwo, noch irgendwas, irgendwas, New York. Mit dir. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen.